erleben Sie als Augenzeuge die größte Freveltat der bayerischen Geschichte. Erfahren Sie die volle Wahrheit über den Tod von König Ludwig II., wissenschaftlich erforscht durch die königstreuen Google-Männer. Wer sind denn diese geheimnisvollen Google-Männer? Als Kaiser Friedrich Barbarossa auf dem dritten Kreuzzug ertrunken war, verhüllten sich die Ritter mit schwarzen Kapuzen und begründeten diese geheime Bruderschaft. Die Google-Männer gelten seit der Pestzeit als Symbole des Todes und der Ermahnung der Lebenden. 25 Google-Männer schritten bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für die bayerischen Monarchen stets dem Sarkophag voraus, so auch bei König Ludwig II., dessen Tod bis heute noch nicht aufgeklärt ist. König Ludwig ist das Opfer einer gigantischen Geschichtsfälschung, denn es war Mord. Kann denn diese unsägliche Geschichtslüge nach so langer Zeit wissenschaftlich widerlegt werden? Ja, denn dieses Lügenmärchen ist voller Widersprüche. Ludwig wäre in Selbstmordabsicht in den See gelaufen. Gutten hätte mit Ludwig gerungen, um ihn daran zu hindern. Ludwig hätte sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als Gutten unter Wasser zu drücken. Dann sei er in den See hinausgelaufen, um sich selbst zu ertränken. Das ist die offizielle Lügenversion. Und wie sieht die Wahrheit aus? Im Ordensarchiv der Google-Männer befindet sich ein Dokument, mit dem sich der Königsmord aufgrund der Fußspuren exakt rekonstruieren lässt, sodass wir heute Augenzeugen dieser ruchlosen Tat werden können. Und was ist das für ein Dokument? Das ist die exakte Tatortskizze mit den Fußspuren im Lettengrund des Sees, angefertigt vom Bezirkstechniker Franz Xaver Hertinger. Das ist ja unglaublich. Es gibt also eine authentische Tatortskizze. Schauen wir uns diese Tatortskizze einmal genau an. Der König und Gutten nahmen für den Abendspaziergang den Weg von Schlossberg zur Ruhebank. Kurz vor Erreichen der Ruhebank läuft der König urplötzlich vom Weg zum nahen See hinunter. Der König wirft hier seinen Schirm weg. Gutten nimmt die Verfolgung auf und bekommt den König kurz vor der Uferlinie am Mantel zu fassen. Mantel und Rock des Königs fand man ineinander gesteckt hier, was den Schluss zulässt, dass Ludwig, um Gutten loszuwerden, die beiden Kleidungsstücke zusammen einfach fahren ließ. Wie raffiniert! Das Tor des Schlossparks, damals verschlossen und streng bewacht, da für den König kein Entkommen möglich sein sollte. Fand man nicht vor dem Tor eine frische Wagenspur, also die Spur der Fluchtkutsche? Nein, hier sind die Mörder vorgefahren. Darauf deutet die Wagenspur am Südtor viel mehr hin, denn eine Kutsche wäre ja von Reitern sehr schnell einzuholen gewesen. Wie hätte dann der König entkommen können? Mit einem Kahn über den See ans andere Ufer hinüber, zur Roseninsel oder nach Possenhofen zu Sissi. Denn in der Nacht wäre ein unbeleuchtetes Boot ja praktisch nicht auszumachen gewesen. Sissi hätte ihn dann ohne Probleme in ihrer Kutsche versteckt nach Österreich bringen können. Denn man hätte ja die Equipage der Kaiserin sicher nicht durchsucht. Gehörte Sissi denn auch zu dem Kreis der Fluchthelfer? Mit Sicherheit. Die Kaiserin war eine der wichtigsten Personen in diesem Drama. Sie war an diesem Tag bestimmt nicht zufällig in Possenhofen. Sie wollte ihren Ludwig vor seinen Mördern schützen. Aber wenn der König erschossen wurde, wer hat dann die verhängnisvollen Schüsse auf den König eigentlich abgegeben? Hochwahrscheinlich Scharfschützen des preußischen Geheimdienstes, der Gestapo Bismarcks. Aber niemand hat doch angeblich Schüsse gehört. Die Aussagen der Wachgendarmen im Park, nichts, rein gar nichts gehört zu haben, lassen nur einen Schluss zu. Der König war mit einer Windbüchse ermordet worden, denn nur eine Windbüchse war so leise, dass die vom Tatort weit entfernten Gendarmen nichts hören konnten. Aber was ist eigentlich eine Windbüchse? Windbüchsen, die Vorläufer moderner Luftdruckgewehre, waren gefürchtete Präzisionswaffen der militärischen Scharfschützen, wie auch des preußischen Geheimdienstes. In der Luftkammer im Kolben konnte extrem hoher Druck aufgebaut werden. Es konnten bis zu 20 Kugeln rasch hintereinander, ohne nachzuladen,
beinahe lautlos abgefeuert werden. Also praktisch eine halbautomatische Waffe? Wenn man so will, ja. Dieses Gewehr wurde 2011 sogar in der Landesausstellung Götterdämmerung auf Schloss Herrenchiemsee als mutmaßliche Mordwaffe gezeigt. Die Waffe lag bis dahin im Deutschen Jagdmuseum in München. Auf Nachfrage der Google-Männer teilte das Jagdmuseum aktuell mit, dass die Mordwaffe nicht mehr ins Museum zurückkehren werde und niemand wisse, wo sich diese Windbüchse heute befinde. Wie bitte? Das ist ja unglaublich. Da hat man ja ganz offensichtlich das Corpus Delicti heimlich, still und leise verschwinden lassen. Ja, so gewaltig ist auch noch nach über 125 Jahren die Angst vor der Wahrheit. So bleibt uns nur diese Nachbildung. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Ludwig wollte fliehen und bereitete diese Flucht minutiös mit Hilfe diverser Fluchthelfer vor. So unternahm er mit Dr. Gooden bereits am Vormittag einen Spaziergang am Seeufer. Vermutlich, um das Fluchtboot zu inspizieren. Richtig, das war die Generalprobe. Ludwig sollte beim Abendspaziergang an dieser Stelle in den See laufen, zum Fluchthelfer und Leibfischer Jakob Liedl. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Ludwig wirklich wieder auf den Thron gekommen wäre? Dann hätte der König die Verräter hart bestraft und es hätte wohl einen Aufstand in Bayern gegeben. Das gewaltsam von Bismarck zusammengeschusterte preußendeutsche Reich wäre wieder zerschlagen worden. Und das wollte der Blut- und Eisenkanzler Bismarck unbedingt verhindern, wenn nötig sogar mit einem Königsmord. Sicher, auf einen Toten mehr oder weniger kam es Bismarck ja nicht an. Ludwig war absolut reichsfeindlich eingestellt. Er war der einzige Fürst, der nicht zur Reichsgründung nach Versailles gefahren war. Er sagte sogar wörtlich, dass dieses elende deutsche Reich allmählich, aber unfehlbar der Barbarei entgegengehe. Wie recht er doch hatte. Gott bewahre uns vor Preußens Krallen, sagte der Friedensfürst Ludwig mehr als einmal. Er war ein extremer Unsicherheitsfaktor für den Kriegstreiber Bismarck. Deshalb musste er sterben. Vor dem Abendessen gingen Ludwig und Gooden erneut spazieren, wieder am Seeufer auf dem gleichen Weg wie vormittags. Auf Befehl Goodens dürfte aber diesmal kein Wärter mitgehen. Auf Befehl Goodens? Ja, auf Befehl Goodens. Höchst eigenartig, nicht? Bei einem, wenn man seinem eigenen Ferngutachten glauben darf, höchst gefährlichen Paranoiker. Man kann sicher sein, dass dies nicht auf Goodens Mist gewachsen war, sondern von Bismarck angeordnet wurde. Der König sollte beim Abendspaziergang getötet werden, als einziger Zeuge Dr. Gooden ebenfalls, was dieser aber noch nicht ahnte. Aber es kam anders. Ludwig wusste, dass man ihn ermorden wollte und flieht im allerletzten Moment. Dr. Gooden bleibt zunächst wie angewurzelt stehen. Dann aber nimmt Gooden die Verfolgung auf und versucht, den König zu erreichen. Ludwig aber lässt seinen Überrock fahren. Gooden hat zwar den Mantel, aber nicht den König. Der 20 Jahre jüngere Ludwig, übrigens ein ausgezeichneter Schwimmer, entkommt dem 61-jährigen Nichtschwimmer mit Leichtigkeit. Er konnte nun seinen Verfolger endgültig abhängen und zum See laufen. Gooden folgt dem König nur ins knietiefe Wasser. Majestät! Als der König in den See gelaufen war, löste sich aus dem Ufergebüsch der Kahn des königlich bayerischen Leibfischers und Fluchthelfers Liedl. Dieser Fluchtkahn fuhr parallel zum Ufer, aber nicht zu nah, damit der Kahn nur ja nicht festsitzt, wenn der König einsteigt. Ging der König hier wieder zurück, um mit Gooden zu kämpfen? Gewiss nicht. Gooden erreicht Ludwig ja gar nicht, sondern bleibt im knietiefen Wasser zurück. Er war nämlich Nichtschwimmer. Das Boot war vermutlich zu schnell und so gelingt es Ludwig nicht gleich einzusteigen. Das erklärt diesen Haken. Das Fluchtboot steuert Punkt G an und Ludwig versucht nun in gerader Linie diesen Punkt zu erreichen. Ludwig eilte also nicht geradewegs in den See hinaus, um sich im tiefen Wasser zu ertränken, was bei einem geplanten Selbstmord doch logisch gewesen wäre, oder? Gut beobachtet. Seine Fußspuren laufen parallel im seichten Wasser der Uferlinie entlang. Allein das widerlegt die Selbstmordtheorie. Hier fehlen aber plötzlich von G bis H die Fußspuren auf einer Länge von ca. 4 Metern.
Bei H ist die Spur zwar wieder da, aber nicht als Trittspur, sondern als Schleifspur. Wie ist das denn zu erklären? Ganz leicht. Ludwig stürmt in den See und erreicht mit einiger Mühe den Kahn des Fluchthelfers Lidl. Der König versucht nun, über das Heck des Bootes an Bord zu kommen. Hierbei zog sich der König auch die bisher nicht erklärlichen Hautquetschungen an beiden Knien zu, die im Obduktionsbericht festgestellt wurden. Da der König jetzt halb im Boot ist, kommt es hier zu dieser 4 Meter langen Unterbrechung der Fußspur. Nun musste der Todesschwadron Bismarcks umdisponieren, denn nur einen Augenblick später wäre die Flucht gelungen und der König wieder in Freiheit gewesen. Man entschied sich deshalb für den finalen Todesschuss. Der König bot gegen den Himmel ein gutes Ziel. Der König ist tödlich in den Rücken getroffen. Die Füße hängen ins Wasser und berühren mit den Schuhspitzen den Grund. Aha, jetzt ist auch die verschwundene Spur als Schleifspur plötzlich wieder da. Richtig. Auffällig ist die absolut gleichmäßige, wie mit dem Lineal gezogene Spur. Dies beweist doch, dass das Boot kraftvoll gerudert wurde, oder? Klar, Lidl musste ja schnellstens aus dem Schussfeld verschwinden, wenn er nicht selbst getroffen werden wollte. Das war aber mit dem König als Treibanker nur schwer möglich. Und genau deshalb schob Lidl den toten König ins Wasser zurück und rettete so mit knapper Not sein eigenes Leben, indem er so schnell wie er nur konnte sein Boot außerhalb der Reichweite der Windbüchse brachte. Das leuchtet ein. Aber was geschah eigentlich mit Dr. Gutten? Dr. Gutten geht völlig verstört an Land zurück. Ihm dämmerte wohl, dass er zum Tatzeugen eines Königsmords geworden und dadurch aufs Höchste gefährdet war. Wie recht er hatte. Ja, die preußischen Königsmörder warteten bereits und erwürgten ihren Landsmann kaltblütig. Das erklärt auch die Würgemale und Kratzspuren an Gutens Leichnam, die ja nicht vom König herrühren konnten. Man hatte einen toten König im hüfttiefen Wasser, Oberkörper nach unten, die Beine auf dem Boden aufstehend und einen toten Dr. Gutten am Ufer. Nun musste man sich schnell eine halbwegs glaubwürdige Story einfallen lassen, die man der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Man entschied sich für die bekannte Lügengeschichte. Ludwig hätte Gutten getötet und anschließend sich selbst. Um dies vorzutäuschen, entschloss man sich, die Leiche des erwürgten Doktors zum Leichnam des Königs in den See zu werfen. So schlau auch alles ausgedacht war, eine winzige Kleinigkeit hatte man doch übersehen. Ludwig wie Gutten hatten jeweils Taschenuhren einstecken, die damals beide natürlich nicht wasserdicht waren. So war die Uhr des Königs bereits um 18.53 Uhr stehen geblieben, die Uhr von Dr. Gutten aber erst um 20.06 Uhr. Also exakt 73 Minuten später. Das wäre ja der Beweis, dass Gutten gar nicht im See zeitgleich mit dem König zu Tode gekommen sein konnte. Richtig. Gutten starb mit Sicherheit an Land und wurde erst später zum König ins Wasser geworfen. An dieser Stelle steht auch das Kreuz im Starnberger See. Es bezeichnet nicht die Todesstelle von König Ludwig II., das Kreuz markiert lediglich den Auffindungsort der beiden Leichen. Der Mord an König Ludwig hat sich exakt 36 Meter weiter südlich ereignet. Dies beweist eindeutig die Tatortskizze des Bezirkstechnikers Hertinger. Wie sollten eigentlich die beiden Leichen vom Tatort zur Auffindungsstelle gelangt sein? Die Lügenversion sagt, König und Gutten wären von Wind und Wellen dorthin geschwemmt worden. Und wie ließe sich heute nach über 125 Jahren das Gegenteil beweisen? Das ist sogar ganz einfach, und zwar durch den in der Hertinger Skizze dokumentierten Auffindungsort der Hüte direkt gegenüber den Leichen. Wie das? Hier ist der Auffindungsort der Leichen, die angeblich durch Wind und Wellen vom Tatort hierher bewegt worden sein sollten. Und genau hier gegenüber liegen fein säuberlich deren Hüte. Wenn der Wind aber innerhalb von 2 Stunden 2 Leichen, die mit den Füßen auf dem Boden aufstehen, 36 Meter weit bewegen könnte, dann wären die leichten Hüte weit fortgeweht worden. Mit Sicherheit. Völlig unlogisch ist ja auch, dass die Hüte beim Auffindungsort der Leichen liegen und nicht an der 47 Meter entfernten Stelle,
an der die Flucht begann. Die beiden hätten ja die Hüte die ganze Zeit auf dem Kopf haben müssen, bis sie ihnen als Leichen an der Auffindungsstelle schließlich heruntergefallen wären. Dass hier etwas nicht stimmte, sagt auch der Schriftsteller Georg Lohmeier. Er weist darauf hin, dass die Hüte nicht um 19.30 Uhr gefunden worden sind, sondern erst gegen 22 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit im Laternenschein. Zudem berichtet der königliche Leichenbeschauer Dr. Mack, der zu Stillschweigen zwangsvereidigt worden war, seiner Tochter auf dem Sterbebett von den Schusswunden des Königs, die er selbst in der Todesnacht inspiziert hatte. Ja, wäre es nicht ganz einfach, Licht in dieses Dunkel zu bringen? Man bräuchte doch nur, den Sarkophag öffnen zu lassen. Völlig richtig. Aber gerade dies wird seit über 125 Jahren durch das Haus Wittelsbach mit allen Mitteln verhindert. Ja, aber ist das nicht der indirekte Beweis, das Eingeständnis, dass der König ermordet wurde? Die Beantwortung dieser Frage wollen wir unseren Zuschauern überlassen. Helfen Sie mit, die Wahrheit zu verbreiten.